Es sind neue Inhalte für Super Mario Odyssey erschienen. Wir schauen uns die Ballonjagd an und natürlich gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks mit. Dies alles und mehr nach dem Intro. Stimmt ja, ich habe ja gar kein Intro. Na gut, dann machen wir weiter. Wenn ihr ein Land betreten habt, dann steht am Anfang Luigi herum und wenn ihr ihn ansprecht, dann geht schon die Sache los mit der Ballonjagd. Und ihr werdet am Anfang ein Tutorial machen, wo Luigi einen Ballon versteckt und ihr müsst ihn suchen. Natürlich ist der Ballon ganz schön leicht versteckt für Luigi, also braucht keine Sorgen zu haben, falls Luigi ihn extrem krass versteckt hat, weil das ist ja schließlich unser Bruder und er ist ganz schön tollpatschig. So, habt ihr das geschafft, dann versteckt ihr einen Ballon und ihr werdet ihn wahrscheinlich gut verstecken. Und wenn ihr ihn versteckt habt, dann könnt ihr von anderen Spielern einen Ballon suchen. Was das alles bringt? Natürlich bringt das Geld. Ja, ganz richtig. Wenn ihr einen Ballon sucht und ihr findet ihn, dann bekommt ihr Geld. Also gibt ihr ein bisschen was aus und dann bekommt ihr das Dreifache, Vierfache davon. Und ja, das ist ganz schön cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Aber natürlich bekommt ihr auch Geld, wenn ihr einen Ballon versteckt habt. Es kommen natürlich Nachrichten, dass jemand euer Ballon gesucht hat oder dass jemand euer Ballon gefunden hat. Wenn jemand gesucht hat, dann bekommt ihr Geld und wenn jemand gefunden hat, dann bekommt ihr auch etwas. Ich bin mir jetzt nicht so genau sicher, aber es wird angeblendet. Es wird noch eine Nachricht eingeblendet, wo ihr euer Ballon verstecken sollt oder suchen sollt, um schnellstens Geld zu verdienen. Natürlich habe ich das gemacht und ich musste sagen, ja, das hat mir schon extrem geholfen. Also ich habe da ganz viel Money bekommen und natürlich auch ein bisschen was verloren, aber Hauptsache bekommen. Und ja, es gibt auch noch Ballons, die ganz schön schwer versteckt sind und das für die Suche ganz schön schwierig ist. Und die haben auch einen ganz schön einen hohen Preis, aber dafür gewinnt ihr auch ganz schön viel. Aber dafür sind die, wie gesagt, ganz schön gut versteckt oder bei einer fiese Stelle, wo man schwer hinkommt. So, und jetzt noch ein ganz kleiner Tipp von mir. Wenn ihr als Sucher einen Ballon sucht, dann solltet ihr noch im Startbereich bleiben, weil vielleicht ist der Ballon sichtbar in der Nähe und wenn ihr in der Nähe einen Ballon seht, dann könnt ihr sofort hingehen und noch einen Zeitbonus bekommen, damit ihr noch mehr Geld bekommt. Weil wenn ihr sofort den Startgebiet verlasst, dann geht der Timer los und wenn der Timer losgeht, dann habt ihr vielleicht nicht die benötigte Zeit, um den Ballon noch zu finden. Und das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn ihr den Ballon nicht findet und er wäre ganz in der Nähe irgendwo und sichtbar am Start. Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr einen Ballon sucht und der Ballon ist ganz schön fies versteckt, dann solltet ihr auf die Anzeige achten, wie weit der Ballon noch entfernt ist, weil das ist ganz schön wichtig. Und wenn ihr ihn noch immer nicht dahin findet, dann solltet ihr mal ganz kurz stehen bleiben, weil dann taucht ein Pfeil über Mario auf, in welche Richtung der Ballon sich befindet. Das hilft ganz schön viel weiter, weil es gibt ganz schön viele Verstecke, die ganz schön fies sind. Natürlich gibt es noch einen kleinen Trick. Wenn ich einen Ballon zum Beispiel suche, dann warte ich noch ins Startgebiet, ob ich einen Ballon sehe. Und wenn das nicht der Fall ist, denn da überlege ich mir, wenn ich jetzt der Verstecker wäre, wo würde ich meinen Ballon in diese Richtung verstecken? Ja, und sowas hat mir weitergeholfen, einen Ballon schnell zu finden, weil man überlegt sich ein bisschen, wo könnte ich in diese Richtung meinen Ballon verstecken? Vielleicht hinter der Treppe oder hinter einem Baum oder in einem Baum? Das ist auch ein guter Versteck, muss ich sagen. Und ja, und wenn ihr den Ballon noch immer nicht findet, und dann kann man sich noch am Schluss ein bisschen umsehen, wo sich der Ballon vielleicht möglicherweise befindet. Wenn nicht, dann ist er echt gut versteckt an oder in einer fiesen Stelle. So, das war's jetzt mit diesem Video und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bei einem anderen Video. Ciao, ciao, Leute!